Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof mit dem schicken John Deere auf der weichen 2K20. GPS in diesem Fahrzeug nicht aktiv. Will ich ja auch gar nicht aktiv haben. Was ist denn da los? Da muss ich gleich mal zum Händler fahren, glaube ich. Da fahren wir mal zum Händler. Da blinkt eine Fehlermeldung auf. Vielleicht kann der die beheben. Heide, nein. Angesät haben wir ja. Das heißt, ich muss jetzt, ich bringe dem jetzt die Sämaschine wieder zurück, dem Herrn Zwerger. Und dann schauen wir mal weiter. Dann fahren wir zum Händler, gucken, was hier am Fahrzeug defekt ist. Ah, die Warnleuchte, die nervt mich. Ah, da bin ich am Ende. Ich habe den doch erst gekauft, was soll denn das? Kaum gekauft und schon am Arsch. So. Wollte der zu mir? Der dreht um. Ne, der fährt weiter. Okay. So, jetzt haben wir es, glaube ich, gleich geschafft. Jetzt kommt er doch hier angefahren. Ich glaube, der wollte doch zu mir. Naja, dann wird er mich ja gleich hier abfangen können. Jo, Herr Gutberg hier. Hallo, hier ist Herr Hochrater. Hallo. Ja? Deine Maschinen sind da. Wie Maschinen? Die du letzte Woche bestellt hast. Was habe ich dir bestellt? Mähdrescher. Oh, stimmt. Ein Drescher habe ich hier bestellt. Seemaschine. Ein Schwader. Oh, du hörst dich aber nicht gut an, muss ich sagen. Ja, ein bisschen krank. Ja, aber nur die Harten kommen in den Garten, ne? Ja, das stimmt. Gut, ich wollte sowieso zu dir, weil ich habe ein kleines Problem im, mit meinem John Deere. Ah, okay. Oh, ne, jetzt ist weg. Hä? Komisch. Warte mal, ich komme zu dir runter und dann gucken wir nochmal. Dann kannst du nochmal durchchecken. Gut, bis gleich. Ach, da ist er ja. Tschö. Tschö. Du, Herr Zwerger. Jo, was gibt's? Die Sämaschine habe ich Ihnen da vorne vor die Halle gestellt. Okay. Gut, danke schön. Bitte. Tschö. Tschö. So. Stimmt, ich habe ja einen Drescher bestellt. Oh Gott, das wird wieder was. Den da hochzubringen. Und was habe ich denn noch bestellt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, Sämaschine habe ich noch bestellt. Stimmt, die Kuhn-Sämaschine, glaube ich, war das. Die muss ich mir auch mal angucken.
Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir dieses Frühjahr, spätestens im Sommer, spätestens im Sommer müssen wir dann auch gucken wegen Heu. Das war alles für nächstes Jahr vorbereiten, wenn wir uns ein paar Tierchen holen. Dass wir da gut aufgestellt sind. Vielleicht schaffen wir es morgen oder übermorgen auch noch, dass wir schon die erste Wiese mähen. Ei, Mädel, muss das stehen bleiben hier? Nicht einfach über den Zebrastreifen laufen. Dass hier noch einer kommt. Oh, der hat aber auch Hochbetrieb hier. Was ist hier los? Ey, fahr mal dein Dinger hier weg. Ja. Servus. Das Wetter hier zu Hause. Oh Gott. Oh Gott. Gehört das alles mir? Mahlzeit, ihr Herren. Moin. Moin. Ob's das haben wir auch jedes Mal, wo mein Wald tauchen fetzt. Wie bitte? Habt ihr eine Ahnung, wer jedes Mal über diesen Wald tauchfährt? Ja. Über meinem. Das ist ja der Schweinehof und in der Kurve geht's über den Weg hoch. Ist es ihr Wald? Da fahre ich manchmal hoch. Ist es ein Privatweg? Weil sie neu sind, drücke ich mal ein Auge zu. Ja, okay. Ich gucke, dass ich dann immer hochfahre. Ja, ja, aber nicht zu oft. Ja, der ist ja schon ein bisschen ausgeschlagen, der Weg, von dem her. Ja. Aber nicht zu oft. So. Ja, ich guck. Sonst ja. Noch was? Ja, in der Farbe rot. Ich denke, da passt. Sonst noch was, oder... Na, sonst nichts mehr ist was. Gut, ich denke, in den nächsten Tagen wird's da sein. Okay, passt, danke. Tschüss. Tschüss. Karl? Ja? Das ist alles deins, nur mal als Info. Ja, ich bin ein bisschen erstaunt. Irgendwie habe ich den Überblick verloren, was ich alles gekauft habe. Oh, ist das hier für einen Frontlader? Ja, die beiden sind für einen Frontlader. Kann ich das nicht auch hinten anhängen? Nee. Gibt's da was zum hinten anhängen? Dann habe ich nämlich da was verpeilt. Moment, ich guck mal gerade in deinen Katalog rein. Ja, da gibt's was. Ah ja, das hatte ich gemeint. Unter Ballentechnik, den Schmetterling, den wollte ich eigentlich. Ah, da gibt's aber noch so ein Ding. Ja, der andere ist viel günstiger. Aber da geht auch nur eine. Hm. Ja? Ding ist, von mir aus dürftest du schon fahren. Nur das Problem ist, das ist ein Forstweg. Das ist eigentlich ja... Er dürft nur Leute fahren, die eine Genehmigung haben. Ja, ja, nee, passt schon. Ich fahre da nimmer. Will ja auch keinen. Außer du suchst bei der Gemeinde immer eine Genehmigung an, aber... Ja, da dürftest du auch fahren, aber...
Wissen Sie, am Anfang habe ich gedacht, da ist man ein bisschen schneller, deshalb fahre ich da lang. Aber da fährt man langsamer hoch und am Ende ist man doch nicht schneller. Also, deshalb. Na, weil das Ding ist, von mir aus dürftest du schon, das Problem ist, dass man dürfte nicht mal ohne Genehmigung. Naja, ich denke, wenn da ein Baum runterkommt, dann zahlt die Versicherung auch nicht. Ja. Okay, so. Weiß ich Bescheid. Danke dir. Tschüss. Leo? Ich glaube, das Ding schicke ich wieder zurück. Ja. Können wir das Ding wieder zurückschicken? Ja. Meine Transportgebühren werde ich ja zwar trotzdem zahlen müssen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Na, hätte ich gern dieses Schmetterling-Ding. Schmetterling? Ja. Und jetzt bin ich am Überlegen. Meinst du, es macht Sinn, wenn ich davon zwei nehme? Für vorne und hinten. Weiß nicht. Na, kann ich wenigstens vier Ballen transportieren? Ja, das stimmt. Ja, komm, machen wir zwei. Schickst du das hier zurück und dann zwei von den anderen. Und ich bin ein bisschen überfordert hier. Hast du irgendwie einen Transporter oder so? Weil wenn ich den mit dem Dinger hier losfahre, das dauert ja eine Weile. Mit diesem. Ja, ich habe nur Kram. Diesen Anhänger da. Dann würde ich erstmal. Ach, den da. Ja, den Saatgut hochbringen zu dir. Mhm. Das ist nämlich deins. Ah. Ja, und dann. Sehr gut. Okay. Ja, das passt ja dann. Ich muss ja auch noch ein paar Mal hin und her. Jo. Dann fahre ich zuerst mit dem Drescher hoch, dann kannst du mich nämlich wieder mit runternehmen. Ja. Okay, super. Ja, machen wir so. Jo. Tschüss. Fährst du voraus als Begleitwarnfahrzeug? Ja, sofort. Subi. Dann müssen wir mal gucken hier. Gut. Mal warm laufen lassen. Der geht aber ab hier. Warte mal, habe ich überhaupt ein Schneidwerk hinten dran? Ah ja. So. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Der ist aber viel schneller wie ich. Muss man nur gucken, dass der andere da, der kann sein, dass der gleich einmal vorbei will. Und sitzt der hinten drin, oder? So. Fahren wir das gute Stück nach oben. Ich fahr mal hier rein, dann kann der vielleicht einer überholen, wenn er will. Da kommt keiner. Na. Ja, das dauert natürlich ein bisschen, bis ich da hoch und runter bin. Oh, Leo. Ja. Ich glaube, du kannst auch vorfahren, du bist ja schneller, musst ja dann noch abladen und alles. Jo. Wird schon nichts passieren hier auf der Strecke. Hoffe ich mal. Hoffen wir es zwar. Ja.
Hoffentlich reicht es mit dem Gespann hier, die engen Kurven. Ja, will der vorbei? Guck ich mal, ob ich da vorne gleich irgendwo ranfahren kann. So, weiter geht's. Er will den ja nicht unnötig behindern hier, ne? Gut. So, liebe Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, oh, jetzt wird's eng. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Ich guck mal, dass ich hier durchkomme. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.